Das geht immer Hand in Hand und das wollen wir auch gemeinsam machen. Wir wollen immer den Kunden besser abholen und die Maschine besser abholen. Welche Möglichkeiten haben wir dafür auf normalen Webseiten? Hauptsächlich sind das zwei Möglichkeiten, die wir einsetzen können. Das ist einmal Markup. Das kennt ihr wahrscheinlich alle vor allem als HTML, auch wenn es anderes Markup gibt. Aber wir haben auch Metadaten. Das ist bei uns vor allem JSON-LD. Da erzähle ich nachher auch ein bisschen was drüber. Es gibt an und für sich noch eine dritte Möglichkeit. Das ist die sogenannte Informationsarchitektur. Also wie die Webseiten strukturiert sind in Bezug aufeinander, wie sie verknüpft sind, wie sie zusammen funktionieren. Das erzähle ich heute nicht, da könnte ich einen eigenen Vortrag mehrere Stunden drüber halten. Deswegen ist das heute außerhalb des Scopes. Die grundlegende Frage ist jetzt, warum soll Google überhaupt unsere Inhalte verstehen? Warum wollen wir das? Eine mögliche Antwort ist das, das habt ihr heute schon einige Male gesehen, sowas in der Richtung, ein Featured Snippet. Wie kann Google von unserer Webseite eine Tabelle darstellen? Dafür muss Google erstmal diese Tabelle verstehen. Muss verstehen, wie unsere Inhalte funktionieren, wie die aufgebaut sind, um sie entsprechend darstellen zu können. Wenn wir das wollen, müssen wir Google die Daten geben. Der Knackpunkt dabei, das hat Lars eben schon gesagt, ist, dass Google in Zukunft keine Suchmaschine mehr sein will. Google will zu einer Antwortmaschine werden. Wir wollen weg von den typischen Suchergebnissen und hin zu der Antwort auf ein Problem. Das sieht man in der Statistik sehr deutlich. Schon jetzt sind 15% aller Suchanfragen mit Featured Snippets ausgestattet und fast 40% enthalten sogar Knowledge Panels. Das sind zum Beispiel diese Daten von Wikipedia oder Ähnliches. Kurze Definition, was ist das überhaupt? Featured Snippet und Answerbox haben wir heute beide Begriffe schon wild gehört. Featured Snippets ist ein offizieller Begriff, den Google benutzt in der eigenen Dokumentation. Answerbox habe ich in der Google-Dokumentation kein Mal gefunden. Soweit ich das sehe, ist das ein von SEOs erfundener Begriff, der deswegen auch sehr schwammig verwendet wird für alles und nichts. Deswegen gebe ich euch einfach meine eigene Definition. Das ist meine Definition jetzt. Das ist eine Answerbox. Warum ist das eine Answerbox? Weil es eine Antwort ist. Ich suche, wie spät ist es, und es steht da 9.50 Uhr. Jetzt wisst ihr ungefähr, wann ich den Vortrag erstellt habe. Ich kriege eine klare Antwort. Google muss keine Quelle angeben. Für die Uhrzeit gibt es keine Quelle. Ich brauche dafür auch keine Webseite. Ich brauche keine Webseite, wo immer steht, wie spät ist es, 9.50 Uhr, 9.51 Uhr, 9 Uhr. Das macht keinen Sinn. Also gibt es eine direkte Antwort. Das gibt es für verschiedene Themen inzwischen. Typisches Beispiel ist, wie groß ist Barack Obama? Das geht immer rum und dann steht da direkt, weiß nicht, 1,80, wie groß auch immer er ist. Oder wie heißt die Frau von Barack Obama? Da kriegt man eine direkte Antwort, da ist keine Webseite nötig. Ein Featured Snippet hingegen ist erstmal ein Snippet. Genauso wie die 10 Snippets, die man sonst hat, die 10 Blue Links auf den Suchergebnisseiten, nur größer, halt featured. Ich habe mehr Text, ich habe ein Bild, ich habe trotzdem den Link, der zu der Webseite führt. Es ist im Endeffekt das gleiche wie ein Snippet, nur deutlich größer, deutlich schöner. Wie können wir jetzt mit Markup dahin arbeiten? Markup, das HTML, das M in HTML steht für Markup. Was ist denn das überhaupt? Markup ist erstmal per Definition eine maschinenlesbare Sprache. Markup wird verwendet, um Texte zu gliedern. Und das ist eine semantische Auszeichnung. Das heißt, es geht um die Bedeutung von Inhalten. Semantik, Bedeutung. Es geht nicht um die Formatierung. Es geht an der Stelle überhaupt nicht darum, wie man das darstellt. HTML hat mit Darstellung erstmal nichts zu tun, wenn man es richtig macht. Welche Vorteile haben wir dadurch? Wir können Struktur und Design klar trennen. Wenn wir ein Markup haben, was nur die Inhalte strukturiert und keine Darstellung macht, können wir das super trennen. Wir haben an und für sich keinen zusätzlichen Aufwand. Alle Webseiten, die ihr kennt, sind in HTML geschrieben. Hätten die Leute es von Anfang an richtig gemacht, hätten sie schöne strukturierte Inhalte und keinen Aufwand gehabt. Dadurch, dass wir es erst falsch machen teilweise, müssen wir dann halt mit Aufwand es reparieren. Aber vom Prinzip, wenn man von Anfang an das gut macht, ist das kein zusätzlicher Aufwand. Und das hilft uns hinterher sogar bei der Konzeption von Inhalten. Wenn ich erstmal so eine Art Template habe, so eine Struktur, wo ich sage, folgende Elemente gibt es in meinem Markup, die kann ich verwenden auf meiner Webseite, die möchte ich gern haben. Und ich überlege mir, ich möchte jetzt einen Text zu einem bestimmten Thema haben, ich möchte den briefen, ich möchte den schreiben, dann weiß ich schon mal, so ungefähr sieht der Rahmen aus, also das Template aus, wo das rein muss. Rein auf der Bedeutungsebene. Also meinetwegen, ich brauche eine klare Überschriftenstruktur. Wir fassen typischerweise unsere Artikel am Ende mit einer Tabelle zusammen, wenn das sinnvoll ist. Wir wollen Aufzählungen mit drin haben. Solche Sachen. Das hilft mir schon mal dabei zu konzeptionieren, was mache ich denn? Einen Punkt habe ich schon erwähnt. Das ist im Endeffekt die wichtigste Gliederungsebene in jedem Inhalt.
Jeder, der vielleicht schon mal eine Diplomarbeit oder eine Masterarbeit oder sonst was geschrieben hat, kennt das. Überschriften sind das Salz in der Suppe, auch für Google. Hier ist ein Beispiel für ein Featured Snippet. Das sieht jetzt erstmal aus, als hätte ich hier eine Bullet-Point-Liste. Ist es aber nicht. Wenn wir uns die Webseite angucken, sind da keine Bullet Points. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein. Ihr müsst nur sehen, es gibt eine Überschrift und dann immer einen Absatz mit Zwischenüberschriften zu jedem Motorrad. Das ist nur eine Gliederung in Überschriften. Rein auf der abstrakten Ebene sieht das so aus. Wir haben eine Hauptüberschrift, eine zweite Überschriftebene und in der dritten Überschriftebene sind die ganzen Motorräder erwähnt. So. Google erkennt, okay, das ist die Struktur der Seite. Hier geht es offensichtlich um die besten Motorräder 2017 und die Überschriften geben mir praktisch die Struktur, welche Motorräder sind auf dieser Seite behandelt. Und das findet Google so gut, dass es ein dickes Featured Snippet oben gibt und die Überschriften einfach in Bullet Points dargestellt werden. Google versteht die Struktur dieser Seite. Warum wollen wir diese Überschriftenstruktur? Weil es die Seite strukturiert. Sowohl für den Kunden als auch für die Suchmaschine. Der Kunde kann dadurch überhaupt erst unsere Seite scannen. Wir wissen, dass die meisten Leute im Internet erstmal nicht, die kommen nicht auf eine Seite und sagen, oh, guck mal, 12.000 Worte, das macht Spaß, ich lese jetzt eine halbe Stunde. Das macht keiner. Man scannt erstmal die Seite grob durch, die ersten vielleicht 5 Sekunden und guckt, bin ich hier richtig? Sind das die Inhalte, die ich brauche? Wo fange ich überhaupt an zu lesen? Habe ich eine Überschriftenstruktur, kann ich dem Kunden sehr schnell mitgeben, hier bist du richtig, hier sollst du lesen. Und ich ermögliche die seiteninterne Navigation für den Kunden. Selbst wenn ich keine Links habe, keine Sprunganker, ich klicke nicht irgendwo hin und lande weiter unten, sondern der Kunde swiped einfach nur, das scrollt, sieht irgendwo die Überschrift, die ihn interessiert, fängt da an zu lesen. Wir hatten heute Morgen das Beispiel mit den Kopfschmerzen. Wenn ich nach Kopfschmerzen suche und als oberstes steht Kopfschmerzen bei Frauen, dann mache ich Scroll, Scroll, Kopfschmerzen bei Männern und fange da an zu lesen, weil der erste Teil mich nicht interessiert hat. Wie sieht das im Quelltext aus? Das ist eigentlich relativ simpel. Überschriften sind immer Headings und die sind nummeriert von 1 bis 6. Also die erste Überschrift ist immer praktisch die oben auf der Seite, die H1, öffnender und schließender Tag, dazwischen die Überschrift. Und dann kann ich runtergehen in die anderen Ebenen. Was da wichtig ist, wir wollen Struktur in die Seite bringen. Das heißt, wir müssen auf die Schachtelungsebenen achten. Es macht keinen Sinn, mit einer H2 anzufangen und danach kommt eine H1. Ihr habt ja auf eurer Diplomarbeit auch nicht die Hauptüberschrift oder das Thema auf der dritten Seite in der vierten Gliederungsebene. Also Schachtelung muss man beachten, wird fast nie in der Praxis angewendet, sollte man aber. Ein kleines Bonus, was ihr erreichen könnt, wenn ihr das macht, wenn ihr das sauber durchzieht. Das gibt es seit 2009, dieses Feature. Das hat kaum irgendjemand, weil kaum eine Webseite es so sauber durchzieht. Und das sind keine Mini-Sitelinks, auch wenn viele Leute das denken, sondern das sind Sprunganker direkt zu den entsprechenden Abschnitten. In dem Fall heißt der Artikel eigentlich, ihr müsst nicht wissen, um welches Thema es geht, ist vollkommen egal, weil der Artikel heißt Getin. Und der Kunde hat aber gesucht nach der Getin 8, nach einer speziellen Version. Und Google zeigt genau den Absatz direkt an, der mit der Überschrift anfängt und zeigt noch weitere Zwischenüberschriften als Sprunganker. Ich kann also auch direkt auf die verschiedenen Versionen oder auf die Strichcodes zu Getins kommen. Total schickes Feature, man sticht heraus und man kann den User direkt führen schon in den Suchergebnisseiten. Ist super, wenn man das hat. Ich habe euch jetzt eben diese abstrakte Überschriftenstruktur gezeigt. Da gibt es ein sehr cooles Tool für. Wenn ihr mal verschiedene Webseiten durch die Mangel drehen wollt und euch wundern wollt, was die so alles machen, gibt es ein Plugin für Firefox. Das sind die Web-Developer-Tools. Und dort gibt es Menüpunkt Informationen, Dokumenten, Kontur anzeigen heißt das. Dann wird einfach nur noch gezeigt, wie die Überschriftenstruktur der Seite aussieht. Das ist übrigens das Beispiel, jetzt ist eine Seite aus der Google-Hilfe. Also Google selber macht das auch. Ist ja vielleicht ein guter Hinweis. Die H1 sollte der Hero der Landingpage sein. Wir wollen den Kunden direkt abholen, wir wollen ihn reinziehen. Wenn ich da drauf komme, the 10 best buys in motorcycles for 2017, sowas in der Richtung habe ich gesucht, also werde ich abgeholt. Alles gut, ich weiß, wo ich bin. Die H1, haben wir eben schon mal gesehen in der Gesamtüberschriftenstruktur, ist einfach eine Auszeichnung H1 in HTML. Das Problem dabei auf den meisten Seiten ist, dass der Slogan nicht das gleiche ist wie eine Überschrift. Ganz, ganz häufig wird oben auf die Landingpage ein Slogan gemacht, der keine gute Überschrift ist leider. Es gibt da einen technischen Trick,
dass man Markup und Design trennen kann, dass man sagen kann, wir haben eine H1 mit einem sinnvollen Inhalt, machen aber vom Design her was ganz anderes und zeigen die einfach nur klein. Macht das Sinn? Gucken wir uns an. Wer findet hier die H1? Was ist hier die H1 auf der Webseite? Irgendwelche Tipps, was es sein könnte? Ja? Das über dem großen roten Text. Du meinst hier das kleine? Der Mann kriegt einen Gummipunkt. Auf jeden Fall. Du kannst dir gleich ein Buch abholen. 1a. Da kommt eigentlich niemand drauf. Ich habe jetzt von mehreren Leuten schon gehört, dass das hier oben die Überschrift sein soll. Keiner übrigens sagt hier das Rote. Okay, ist jetzt auch eine Suggestivfrage, aber das ist ja auch keine Überschrift. Das ist ein Claim. Was sagt mir das? Wenn du auf eine Seite kommst, Technology meets two character. Was sagt mir das über den Inhalt der Seite? Bin ich hier richtig? Wenn ich Wischiwaschi suche, wahrscheinlich, aber nicht, wenn ich nach dem Motorrad gegoogelt habe. Wenn ich jetzt aber ein Kunde bin, ich habe das Modell gesucht, ich habe Honda VFR 1200F gesucht. Ich komme auf die Seite, weiß überhaupt nicht, wie das aussieht. Das Bild hilft mir also nicht, weil ich gar nicht weiß, ob das das richtige Motorrad ist. Vielleicht bin ich auf einer Kategorieseite. Dann gibt es hier keinen wirklichen, deutlichen, sichtbaren Punkt, der mir sagt, hier bist du richtig. Und jetzt hat da jemand technisch gesagt, okay, wir machen jetzt einfach das Richtige in die Überschrift, den schönen kleinen Text VFR 1200F, dann ist der SEO glücklich und dann ist Google glücklich. Ich bin SEO, ich bin darüber nicht glücklich, weil der Kunde nicht abgeholt wird. Das ist ein kompletter Fake, das ist unehrlich und es funktioniert auch nicht, weil der Kunde auf der Landingpage nicht findet, was er sucht. Also lieber eine vernünftige Überschrift. Anderes Beispiel. Die Seite gewinnt jetzt wahrscheinlich keinen Design Award 2017. Ziemlich sicher nicht. Die gewinnt aber meinen persönlichen SEO Award. Was ist hier die Überschrift? Honda VFR 1200F Tourer Review. Wenn ich mich jetzt über das Motorrad informieren will, das ist ein Review. Passt, super. Der erste Satz ist übrigens noch ein Bonus. Die Honda VFR 1200F ist a big heavy Tourer. Okay, ich weiß praktisch schon mal 80% der Sachen. Wenn ich gesagt habe, okay, ich brauche ein Sportmotorrad, dann bin ich hier falsch. Dann ist es das falsche Modell für mich. Die Seite ist also komplett auf die Userbedürfnisse ausgerichtet. Struktur überall. Wir haben oben eine Brotkrumen-Navigation. Wir haben Navigation vor und zurück. Wir wissen, wer der Autor ist. Wir wissen, von wann der Artikel ist. Alles da, was man braucht. Wie funktioniert das? Das sind die Rankings zu der Seite. Das ist irgendein kleines britisches Motorradmagazin. Und die ranken für Honda VFR 1200FD Review, die ranken hier nochmal für Honda VFR 1200 Review auf Platz 5 und die ranken für den eigentlichen Produktnamen Honda VFR 1200 auf Platz 6. Mit irgendeinem kleinen Magazin ranken die auf Platz 6 für den Produktnamen. Auf Platz 1 ist übrigens Wikipedia, nicht Honda. Das ist auch eine interessante Information. Honda ist, glaube ich, auf Platz 2. Also, das funktioniert, wenn man das so macht. Der Kunde kommt auf die Seite, weil er was mit Review gesucht hat, sieht es in der Überschrift und bleibt. Springt nicht wieder ab. Ganz wichtig dabei ist die konsistente Kommunikation. Und zwar zwischen dem Snippet, also dem Suchergebnis, oder aber auch der Anzeige. Das ist vollkommen egal, welche Anzeige wir haben. Das kann eine SEA-Anzeige sein, eine Textanzeige, das kann eine Display-Anzeige sein, eine Remarketing-Anzeige. Meinetwegen sogar eine Anzeige, die irgendwo in einem Printmagazin ist, wo eine URL drunter steht. Wenn der Kunde von der Anzeige auf die Webseite kommt, auf irgendeine Landingpage, dann muss er abgeholt werden, dann muss die Kommunikation konsistent sein. Der User muss das Thema auf den ersten Blick erkennen und wissen, ja, hier bin ich richtig. Super Beispiel, wieder Wikipedia. Ich habe gesucht Honda VFR 1200F. Das steht im Snippet ganz oben, das steht auf der Seite ganz oben. Hier bin ich richtig. Die ranken auf Platz 1. Wunder. Ein Beispiel, wenn ich was relativ Spezifisches suche. Ich suche Herren-Lederschuhe Größe 42. Und dann lande ich auf einer Kategorieseite, die die Überschrift hat, Damen- und Herrenschuhe für jeden Geschmack. Da kommt direkt aus dem Publikum, ich hasse das. Passiert also in der Praxis offensichtlich. Der Kunde hasst es, der Kunde landet auf der Seite und sagt, das wollte ich nicht. Jetzt muss ich hier wieder suchen, wo ich eigentlich hin muss. Das ist ja nicht das Produkt, was ich wollte. Was macht man dann? Man klickt zurück, sucht sich ein anderes Suchergebnis, die einen besser abholen. Das heißt, derjenige, der das gemacht hat, hat gerade einen Kunden verloren. Ich verliere nicht gern Kunden. Ich mache es lieber anders. Ein anderes großes Thema, mit dem wir unseren Inhalt strukturieren können, sind Listen.
Listen sind immer beliebt. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die 7 besten Gründe, warum Listen die einzigen Online-Artikel sind, die es im Moment noch gibt. Und die 20 Gründe, warum Mallorca, ach, was weiß ich. Das findet man überall im Internet im Moment, die Clickbait-Artikel. Das kann man aber auch sinnvoll benutzen. Das muss nicht immer die 7 Gründe, warum sein. Hier haben wir ein Beispiel. Ich habe mal gesucht, was sind eigentlich die beliebtesten Programmiersprachen im Moment so? Und da kriege ich eine Bullet-Point-Liste. Das sieht genauso aus wie das erste Beispiel, was ich eben hatte mit den Überschriften. Das ist, sieht von Google her genauso aus. Auf der Webseite sieht es aber ganz anders aus. Wir haben hier wirklich eine Liste, auch noch eine nummerierte Liste. Google macht daraus Bullet Points. Und es ist mitten irgendwo im Artikel. Google zieht sich das raus aus dem Artikel, obwohl es mittendrin ist. Der Einleitungssatz wird auch noch übernommen. Und ich sehe halt direkt auf den ersten Blick, was los ist. Interessant übrigens auch, bei Google sehe ich nur die Top, ich weiß gar nicht, 5 oder so, und es sind aber 10. Das heißt, ich muss eh draufklicken, wenn es mich weiter interessiert. Wie sieht das im Quellcode aus? Ist im Endeffekt auch ganz einfach. Es gibt 2 verschiedene Arten von Listen. Es gibt die Unordered-Listen, UL, das sind Bullet Points, genauso wie in PowerPoint, jeder kennt das. Und ich mache eine Liste immer auf und zu und hänge dazwischen verschiedene Listen-Points, die immer mit LI auf und zu reingeschoben werden. Das zweite, was es gibt, ist die Ordered-List. Das ist eine Nummerierung, die wird also automatisch 1, 2, 3 durchnummeriert. In dem Fall macht das Sinn, dass es eine Ordered-Liste ist, weil natürlich die Programmiersprachen durchnummeriert sind, von der beliebtesten zur unbeliebtesten. So einfach geht es schon. Einfach die Liste auf die Webseite machen, wo es inhaltlich Sinn macht. Und da sieht man das ganz häufig, dass Leute Listen auf der Webseite haben, die aber im Markup keine Liste ist. Sondern jemand hat geschrieben, 1 Punkt Leerschlag irgendwas, 2 Punkt Leerschlag irgendwas. Sieht für uns aus wie eine Liste, ist aber keine. Ist kein Markup, kann man nicht vernünftig maschinenlesbar verstehen. Der nächste große Punkt sind Betonungen. Betonungen sind das Salz in der Suppe eines jeden Textes. Kann man benutzen. Ich habe hier ein Beispiel, hinten sieht man jetzt gar nichts, vorne ist auch halbwegs egal. Ich lese jetzt einfach nur mal das Fettgedruckte vor. Chemikalienbeständig, temperaturfest, beschriftbare, bedruckbare Blanko-Etiketten, spezielle Etiketten für Bürodrucker. Das war jetzt nur das, was im Text fettgedruckt ist, ohne Überschriften, ohne alles. Wisst ihr grob, worum es geht? Ja, oder? Es geht um chemikalienbeständige Etiketten, die man mit einem normalen Bürodrucker bedrucken kann. Ich weiß, worum es geht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Präsentation irgendwie jetzt 20 Mal durchgegangen. Ich habe den Text noch nie gelesen. Ich habe keine Ahnung, was in dem Text drin steht. Ich habe immer nur die fettgedruckten Sachen gelesen, weil ich so getrimmt bin auf Scanning. Ich lese nur die Sachen, die mich interessieren und die mir die Informationen geben, die ich brauche. Und wenn ich jetzt eine Kaufentscheidung treffen wollen würde, würde ich vielleicht mal irgendwann ganz lesen, aber ich brauche gerade keine Etiketten. So. Wie machen wir das im Quelltext? Es gibt dann eine Strong-Auszeichnung in HTML. Strong für Betonung. Einfach nur strong auf, strong zu, dazwischen den Text. Ist im Endeffekt echt simpel. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da wird immer noch gerne B benutzt. Bold. Bold ist eine Formatierung, eine Auszeichnung, heißt fettsetzen. Fettsetzen ist aber inhaltlich was anderes als eine Betonung durch strong. Auch wenn das hinterher vielleicht exakt gleich aussieht auf der Website, ist es aber inhaltlich natürlich was anderes. Deswegen sollte man B eigentlich nicht mehr benutzen. Wie das hinterher aussieht, die Betonung, ob das fett ist, ob das rot ist, ob das blinkt oder ob das 2,50 Meter große Schrift ist, das könnt ihr später im CSS in den Style Sheets festlegen. Das ist vollkommen unabhängig vom HTML. Ihr sagt an der Stelle nur, dieser Text ist irgendwie wichtig. Und dann soll ein Designer sich darum kümmern, wie wichtiger Text dargestellt wird. Hoffentlich macht der Designer das gut. Warum machen wir das? Um die wichtigen Punkte hervorzuheben, um direkt dem User zu sagen, worum geht es hier auf der Seite? Und um das Scanning der Seite erst zu ermöglichen. Fragen mache ich am Ende, okay? Merkst du dir kurz? Gut. An der Stelle ist auch ein wichtiger Punkt, was eigentlich bei den ganzen Markups sehr, sehr wichtig ist und gut funktioniert, ist Screenreader. Leute, die blind sind oder überhaupt nur schlecht sehen können. Oder Leute, die gerade in der Straßenbahn sind, mit Stöpseln in den Ohren, okay, Google irgendwas fragen, so wie Lars eben, und die Antwort kriegen und so weiter. An der Stelle können Screenreader natürlich total gut sich festhalten. Die können diese Betonung dann auch wirklich betonen im Sprachfluss, um diesen Text halt nicht total monoton 250 Seiten Text vorzulegen, sondern mit Betonung. Und entsprechend die Überschriftenstrukturen und die Listen etc., die funktionieren halt sehr, sehr gut. Device-unabhängig, sage ich jetzt mal. Vollkommen egal, ob das vorgelesen wird, ob derjenige keine Bilder anzeigen kann, weil er auf einer indischen Leitung ist, wo die Bilder erst nach 3,5 Minuten laden.
Oder ob er, was weiß ich, einen Monitor aus den 80ern hat, der groß ist wie eine Briefmarke. Das funktioniert immer. Ganz wichtig bei den Betonungen ist, nicht übertreiben. Wenn euer ganzer Text nur noch schwarz ist, dann ist ja nichts mehr wichtig. Dann ist ja alles betont. Das macht keinen Sinn. Also da brauchen wir extrem viel Fingerspitzengefühl der Redakteure. Da brauchen wir Leute, die Textverständnis haben, die gut mit Text arbeiten können und die das herausarbeiten, was für den Kunden wichtig ist oder für den Leser auch wichtig ist, wenn es meinetwegen eine Pressemeldung ist oder so. Das nächste Thema sind Bilder. Hier gibt es jetzt keine so klar definierten Auszeichnungen leider im Markup. Hier müssen wir relativ viel über den Kontext arbeiten. Das heißt, was machen wir alles um das Bild herum, sage ich jetzt mal. Ich habe hier ein Beispiel von Golem. Die haben halt ein Bild mit einer Bildunterschrift und das andere Bild hat auch eine Bildunterschrift. Und das ist eine vernünftige Unterschrift, die uns sagt, worum geht es überhaupt auf dem Bild. Das ist ein Punkt, den wir gut verwenden können. Ein anderes, was man natürlich nicht im Bild sieht, ist der Alternativtext. Der ist im Endeffekt unsichtbar. Der wird dann angezeigt, wenn das Bild nicht geladen werden kann aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, weil die indische Leitung zu langsam ist oder was auch immer. Oder im ICE die Leitung mal wieder überlastet ist. Ein dritter Punkt ist der Dateiname. Da kann man natürlich auch einen Haufen Informationen nochmal mitgeben, was eigentlich auf dem Bild drauf ist. Das muss nicht unbedingt eine Nummerierung sein oder irgendwas total Kryptisches oder der Name von der eigenen Katze. Das kann auch sein, was auf dem Bild angezeigt wird. Im Quelltext sieht das ungefähr so aus. Ich habe jetzt einfach mal einen Block drum zugemacht, also ein Div, nur als Strukturelement. Das hat inhaltlich keine Bedeutung. Und da drin ist ein Bild. Und das Bild liegt in Motorräder Honda und heißt VFR 1200F. Mehr braucht ihr schon nicht mehr wissen, ihr wisst, was auf dem Bild drauf ist. Der Alternativtext ist Honda VFR 1200F auf der Rennstrecke. Aha, jetzt weiß ich auch noch aus dem Kontext, wo ist denn dieses Motorrad abgelichtet? Das ist nicht irgendwo in einem Showroom, sondern das ist in Action auf der Rennstrecke. Und dann kann ein Redakteur auch nochmal eine richtig schöne Bildunterschrift formulieren, die den Kunden abholt, die den Kunden nochmal heiß macht auf das Produkt. Hier habe ich geschrieben, auch auf der Rennstrecke macht die Honda VFR 1200F eine gute Figur. Ihr seht, das sind drei komplett unterschiedliche Sachen. Das eine ist der Dateiname, das eine ist eine Kurzbeschreibung, wenn das Bild nicht angezeigt werden kann. Das dritte ist eine Bildunterschrift, die wirklich redaktionell gut geschrieben sein muss. Nicht in alles drei das gleiche reinklatschen. Macht keinen Spaß, macht keinen Sinn. Wichtige Punkte hier sind die Barrierefreiheit. Das funktioniert dann auch für Leute, die die Bilder nicht sehen können, aus welchen Gründen auch immer. Wir geben halt den Kontext zu den Bildern und Grafiken, damit überhaupt verständlich wird, was auf den Bildern ist. Sowohl für den Kunden wird es verständlicher. Eventuell habt ihr ja auch irgendwas Abstraktes oder ein technisches Gerät, wo man nicht, ob das jetzt ein Dreiviertel-Zoll Winkelflansch ist oder ein anderthalb Zoll Winkelflansch, das erkennt der Kunde vielleicht nicht auf den ersten Blick, wenn er kein Profi ist. Da kann ich ihm den Kontext geben. Ganz wichtig ist das für die Google-Bildersuche. Das sind genau die Ranking-Informationen, die Google verwendet, um Bilder in der Bildersuche zu ranken, um die zu sortieren. Und für den SEO, total toll, wir können da unsere relevanten Keywords nochmal unterbringen. Wir wollen ein Produkt verkaufen, meinetwegen auf einer Produktseite. Dann können wir im Dateinamen, können wir den Produktnamen haben. Wir können einen vernünftigen Alttext haben, wo wir das Produkt beschreiben und eine Bildunterschrift, wo wir nochmal über das Produkt reden. Wir haben drei zusätzliche Stellen, an denen wir sowohl dem Kunden als auch Google klar machen können, hier gibt es dieses Produkt. Und wenn Google dann sagt, zu dem Produkt, welche Seite könnte ich denn ausliefern? Na, guck mal, die Seite hat nicht nur Text, die hat auch ein Bild dazu. Einfache Entscheidung. Nehmen wir die mit dem guten Bild. Wie wir mit den Frisuren auch heute Morgen schon gelernt haben. Frisurenseite ohne Bilder funktioniert nicht. Ich sag mal, wenn ihr einen Porsche verkaufen wollt und kein Bild von dem Auto habt, dann funktioniert das wahrscheinlich genauso wenig. Ist das jetzt ein neuer Trend? Ihr werdet euch jetzt vielleicht ein paar Leute, die sich schon ein bisschen auskennen mit HTML, die werden sich gerade fragen, was erzählt der denn da? Markup, HTML, ist doch nichts Neues. Das habe ich damals schon in den 90ern in der Uni gelernt. So. Ja, das habt ihr vollkommen recht. Markup ist überhaupt nichts Neues. Ich persönlich toure mit dem Programm jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren. Also nicht mit dem genauen, aber ich rede mir den Mund fusselig. Es ist aber immer noch wichtig. Das ist genau das. Es ist ein entscheidender Faktor, wie ich meinen Content auf die Seite mache. Und es wird extrem selten korrekt angewendet. Wenn wir unsere Mitbewerber angucken und gucken wollen, wie wir uns differenzieren, wie wir es besser machen als die, dann ist das ein Punkt, wo wir ganz schnell sagen können, ja, die Mitbewerber machen es nicht richtig, wir machen es nicht richtig. Moment, wenn wir es jetzt richtig machen, sind wir besser als die.
wäre doch mal ein Punkt, oder? Da kann man sich hervortun. Ein typisches Beispiel, was immer noch heute zum Beispiel sehr falsch gemacht wird, dass Navigationselemente als Überschriften ausgezeichnet werden. Weil man das irgendwann Ende der 90er mal gemacht hat, weil man es cool fand. Das macht aber keinen Sinn. Was wir auch immer noch haben, ist, dass wir Markup und Design nicht klar trennen. Sondern dass immer noch gesagt wird, naja, wir haben jetzt ein Element, das soll so und so aussehen, dann muss es auch im Markup so gekennzeichnet sein. Vollkommen unabhängig, ob es strukturell passt, ob es wirklich strukturell ein solches Element ist. Und wie das dann aussieht, wenn man das nicht so schön macht, zeige ich euch jetzt ein paar Beispiele. Was ist das? Kann irgendjemand auf den ersten Blick, was soll das sein? Was ist das für ein Strukturelement? Eine H3 sagst du, also eine Überschrift dritter Ebene. Ich hätte jetzt rein theoretisch erstmal ganz abstrakt gesagt, das ist eine Zwischenüberschrift. Das soll irgendwie was Überschriftenähnliches darstellen. Ja, nee. Spiegel sieht das nicht als notwendig an, eine Überschrift als solche zu kennzeichnen. Das ist in dem Fall, ist es glaube ich so... Zweimal Brill und einmal Strong. So in der Richtung, nee, in dem Fall ist es glaube ich sogar nur ein Span mit einer Class, die fett gedrückt wird oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn wir uns das jetzt wieder abstrakt angucken, wie die Überschriftenstruktur bei Spiegel aussieht, dann kann ich euch darüber einiges über das Content-Management-System erzählen. Wir haben da H1, die sinnvoll ist. Timo Werner, DFB-Debütant im Karriere-Vollsprint. Guter H1, super, haben sie richtig gemacht. Die H2 ist DFB-Debütant Timo Werner im Karriere-Vollsprint. Genau das Gleiche, nur noch mal anders formuliert. Also, das Content-Management-System zwingt den Redakteur dazu, eine H2 einzugeben. Der Redakteur hatte an dem Tag aber keinen Bock oder keine zweite Überschrift und hat sie deswegen einfach nur noch mal umformuliert. Macht keinen Sinn. Macht man aber trotzdem. Die H3 fehlt. Auch schön. Und dann in der H4 haben wir hier, ich lese mal grob vor, was da steht. Da haben wir Fußball-Nationalmannschaft, Auto, Energie, Job, Finanzen, Freizeit, Spiegelgruppe, Edition, Geschichte, Spiegel, Spezial. Das ist also irgendwas Navigationales. Das ist irgendeine Navigationsstruktur. Ob die jetzt oben ist oder im Footer, ist vollkommen egal. Aber es sind keine Überschriften. Das heißt, wenn ich jetzt allein aus den Überschriften darauf schließen will, was auf dieser Seite ist, dann habe ich eine H1. Dann weiß ich, es geht um Timo Werner und irgendwas mit dem DFB. Aber die ganzen Zwischenebenen fehlen mir. Schade. Vertane Chance. Und das ist ein großes Nachrichtenmagazin in Deutschland. Ein anderes schönes Beispiel, ich habe ein bisschen runtergescrollt, deswegen erzähle ich euch, das ist ein Fernseherprodukt bei Alternate, einem großen Elektronikhändler. Ein Fernseher für über 1000 Euro. Ich will denen gerade über 1000 Euro geben. Und das ist das, womit die mich scharf machen wollen auf das Produkt. Man sagt immer, SEO-Texte werden nicht gelesen. Nee, wenn die so aussehen, werden die nicht gelesen. Nein, macht's doch vernünftig. Ich glaube, der... Redakteur bei Alternate hatte einen akuten Schwächeanfall, der konnte nicht mehr die Enter-Taste drücken. Da ist nicht mal ein Absatz drin. Da ist kein Absatz, da ist keine Zwischenüberschrift, da ist keine Struktur, nichts. Kein Mensch liest diesen Text. Der Text ist gar nicht so schlecht eigentlich sogar, aber ja, verloren. An der Stelle gibt es noch einen kleinen Bonus. Hier unten haben wir eine Tabelle mit den Produkteigenschaften. Super toll, strukturierte Daten, yeah. Der SEO freut sich. Nee, das sind mehrere verschachtelte Tabellen mit total kranken HTML, das kein Mensch versteht. Das wird Google so garantiert auch nicht auslesen. Und wenn, dann sind die echt besser, als ich dachte. Das Produkt ist weiter oben. Ich habe schon runtergescrollt. Sorry. Ich habe jetzt extra zum Langtext schon runtergescrollt, um euch den ganz zeigen zu können. Genau, oben gibt es Produkt, Call to Action, Preis, alles, was man so braucht. Also die Seite ist vom Prinzip nicht so schlecht. Nur der Produkttext ist halt lieblos. Anderes schönes Beispiel, jetzt sind wir bei Saturn mit einer schönen Kamera. Ich lese euch mal kurz vor, wie der Produktname der Kamera ist. Canon EOS 700D Spiegelreflexkamera, 18 Megapixel, CMOS-Sensor, 18 bis 55 mm Objektiv, IS Autofokus, Touchscreen, schwarz. Das ist ein Produktname in der Welt von Saturn. Jetzt hat sich irgendjemand gedacht, das ist total cool, Produktnamen sind ja immer wichtig, die wollen wir jetzt überall anzeigen. Und hat den als Parameter einfach eingefügt in die Überschrift, in die Zwischenüberschrift, in die Bildunterschrift und wahrscheinlich auch noch in den Alttext, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir ballern jetzt Text, der überhaupt gar keinen Sinn macht, der den User überhaupt nicht abholt und der die Seite einfach nur verstopft mit sinnlosem Inhalt überall rein. Wiederholt und wiederholt. Das heißt,
Die haben eigentlich richtig nachgedacht und gesagt, wir brauchen eine Bildunterschrift. Die haben aber nicht weit genug nachgedacht, um jemanden hinzusetzen, der die auch schreibt. Sondern die ziehen einfach aus der Datenbank irgendeinen Murks sich zusammen. Wenn ich jetzt teure Produkte verkaufen will, sollte ich vielleicht dem Kunden auch das Gefühl geben, dass er gerade was Hochwertiges kauft und nicht, dass er auf einer Seite ist, die ihn nicht mag. Die kriegen aber allerdings von mir noch einen kleinen Bonus, weil der eigentliche Fließtext hat einen Absatz, zwei Zwischenüberschriften, schon mal ein bisschen besser. Da können wir schon mitarbeiten. Was bedeutet jetzt dieses ganze Strukturieren eigentlich für unsere Rankings? Ich als SEO will ja jetzt vor allem erstmal nach oben kommen. Ja? Da interessiert mich ja die User Journey später ein bisschen weniger. Ich will vor allem ranken. Verständnis von Inhalten ist die Grundvoraussetzung, um diese Inhalte bewerten zu können. Wenn ich einen Text nicht verstehe, kann ich dir nicht sagen, ob der Text gut ist. Und wenn ich nicht verstehe, welche Elemente ein Text hat, kann ich diese Elemente nicht weiterverwenden und kann sie auch nicht bewerten. Wenn ich also ein total schönes Produktbild habe, was aber einen kryptischen Namen hat und keine Bezeichnung und sonstiges, dann kann ich als Google nicht bewerten, ob dieses Bild geeignet ist als Produktbild, ob das ein gutes Produktbild ist. Ich kann über das Verständnis auch Themencluster bilden. Das ist inzwischen ein ganz wichtiges Thema bei Google, dass sie sagen, okay, was gehört eigentlich wie zusammen, was ist der Themencluster, welche Seite hat nicht nur einen Artikel zu einem Thema, sondern wenn ich den Kunden da hinschicke, dann findet er da alles, weil meinetwegen Spiegel ein ganzes Ressort Politik hat. Also wenn jemand Politik Angela Merkel sucht, ist er bei Spiegel wahrscheinlich gut aufgehoben, weil das das Themencluster ist. Ich habe diverse Ranking-Signale. Google ist ja auch nicht doof. Wenn was in der Überschrift steht, ist es wichtiger. Wenn es im Strong-Tag steht, ist es wichtiger. Wenn es in der Liste ist, ist es wichtiger. Das heißt, ich kann Google damit mitteilen, zu welchem Thema möchte ich denn eigentlich gerne ranken. Und Google bewertet das und nutzt das als Ranking-Signale. Das ist nicht mehr so stark wie früher. Früher war das mal Keyword in die H1, locker gewonnen, erster Platz bei Google. Das geht natürlich so nicht mehr, aber es hat immer noch eine Korrelation. Also es ist definitiv ein Zeichen, das wir nutzen sollten, um Google was mitzuteilen. Und wir können natürlich, wie wir eben auch bei Lars schon gesehen haben, mit einem Featured Snippet auf Platz 0 ranken, obwohl wir in der organischen Suche vielleicht nur auf 5 sind. Ich meine, 5, da würde uns sonst niemand wahrnehmen und plötzlich sind wir 0. Wir können praktisch Plätze überspringen. Nur weil wir unseren Inhalt besser strukturieren als der Mitbewerber. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Einen kleinen Bonus dazu habe ich für euch. Wenn ihr HTML nicht mögt oder nicht benutzen könnt oder feste Templates habt, haben wir hier ein Beispiel für ein Featured Snippet. Das hat keine Struktur. Da ist nur Text drin. Da ist nur ein Abschnitt Text drin. Das ist von Wikipedia gezogen und erklärt, wie der gregorianische Kalender funktioniert oder was das ist. Keine Liste, keine Tabelle. Wie machen die das? Wer hier im Unternehmen ist, hat vielleicht schon mal den Begriff pyramidale Informationsaufbereitung gehört. Da geht es darum, dass man die wichtigen Informationen oben an die Spitze stellt. Man hat im Endeffekt eine Überschrift, die erklärt schon mal den Inhalt der Seite. Und dann nach unten hin wird man immer unwichtiger. Also wenn ich als Kunde anfange, den Text zu lesen, dann kann ich irgendwo in der Mitte abbrechen und habe trotzdem schon den größten Teil der Informationen. Der wichtigste Teil der Informationen ist nicht im letzten Satz versteckt, sondern möglichst weit oben. Jeder, der irgendwie schon mal mit Pressearbeit zu tun hatte oder mit Journalisten oder sonstigen Leuten, kennt dieses Prinzip. Hier im Unternehmen wird das teilweise auch für die interne Kommunikation verwendet. Da gibt es Schulungen zu. Wir machen also einfach die Kernaussage an den Anfang und nach unten hin kommen die Details. Wir brauchen überhaupt gar kein Markup dafür, keine Metadaten, keine Zauberei, kein gar nichts und strukturieren einfach nur den Text von wichtig nach unwichtig. Das kann jeder, der irgendwas mit Texten zu tun hat. Jeder, der einen Produkttext schreibt, jeder, der eine Pressemeldung schreibt, jeder, der einen Blog schreibt, jeder, der irgendwas mit Texten zu tun hat. Und wir haben die Chance, dass Google sagt, ja, der erste Abschnitt ist so eine gute Erklärung zum Thema, das feature ich. Das stelle ich als besonderes Snippet dar. Ich wechsle zum zweiten großen Thema. Wir gehen jetzt weg von HTML und Markup und gehen hin zu Metadaten. Metadaten sind grundsätzlich verschieden vom Markup. Die sind nämlich erstmal unsichtbar. Ich habe jetzt die ganze Zeit über User Experience geredet. Diese Sachen sind nicht sichtbar für den Kunden. Die machen wir nicht für den Kunden auf unserer Webseite. Die machen wir nur für Google auf die Webseite. Warum machen wir das? Rich Snippet, schon wieder ein Snippet, kein Featured Snippet, sondern ein Rich Snippet. Also ein angereichertes Snippet im Endeffekt.
Ein paar Beispiele. Wir sehen hier oben, dass Mando Diao irgendwann Tourdaten hat und wo die touren. Wir sehen hier bei verschiedenen Produkten einmal eine Sternebewertung, Rezensionen zum Produkt. Wir sehen hier einen Preis, sogar einen Abpreis, weil es ein Preisvergleich ist. Und ein Datum, von wann die Preise sind. Und da unten haben wir das gesamte Kinoprogramm von Karlsruhe. Vom Sinister. Wenn ihr ein Kino seid in Karlsruhe und euer Mitbewerber hat das und ihr habt das nicht, dann braucht ihr den Film wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Dann kommt kein Mensch. Wenn ich mal eben kurz gucken will, ich will heute Abend ins Kino, was läuft denn? Kinoprogramm Karlsruhe und da kommt so ein Snippet, dann weiß ich ja schon Bescheid. Dann gehe ich ja nicht mehr noch irgendwo anders und suche mir irgendwas zusammen. Warum machen wir das also? Wir wollen uns differenzieren gegenüber den Mitbewerbern und wir wollen in den Suchergebnissen die Click-Through-Rate steigern. Wir wollen, dass der Kunde uns klickt. Was wollen wir? Wir wollen Aufmerksamkeit. Das ist sau doof, wenn unser Kunde nach da guckt zum Mitbewerber. Der Kunde sieht uns nicht. Hallo, hallo. Ich will, dass die zu mir gucken. Ich will, dass die bei mir kaufen. Ich will die Aufmerksamkeit des Kunden. Darum geht's. Und deswegen wollen wir so viele Feature, wie wir kriegen können, in den Suchergebnissen. Wie kriegen wir das jetzt hin? Es gibt verschiedene Formate, wie man Metadaten strukturieren kann, sogenannte strukturierte Daten einfügen kann. Da gibt es JSON-LD, da gibt es Microdata, da gibt es RDFA. Ihr könnt euch im Endeffekt merken, inzwischen ist JSON-LD das bevorzugte Format von Google. Das ist noch gar nicht lange so. Ursprünglich haben die JSON-LD gar nicht unterstützt und dann so ein bisschen und inzwischen sagen sie, eigentlich ist es viel cooler. Wir wollen JSON-LD. Das ist irgendwie Mitte 2016 oder so erst gekommen, offiziell als Aussage, dass JSON-LD bevorzugt wird, glaube ich. Was sind jetzt die Vorzüge? Ich persönlich mag JSON-LD auch viel lieber. Die ganzen Daten, die ganzen Metadaten sind in einem Block. Die sind nicht verstreut irgendwo in der Webseite im HTML mit eingebettet, sondern wir haben einen Block. Da gibt es gleich auch ein Beispiel, was ich euch zeige. Wir können die Daten überall im Quelltext einbinden. Es ist vollkommen egal, wo die stehen. Es ist vollkommen irrelevant. Wir sind komplett unabhängig vom restlichen Inhalt, vom restlichen HTML, von allem. Und wir können sie auch noch besser lesen. Also wenn ich als Mensch drauf gucke, finde ich die deutlich lesbarer und kann erstmal nachvollziehen, was habe ich denn überhaupt an Metadaten in der Seite. Das ist jetzt nur für Entwickler relevant. Aber falls ihr dazu Fragen habt, dann fragt euren Programmierer, euren Webentwickler, euren Ulf im Zweifelsfall. dass JSON-LD einfach deutlich schicker zu handeln ist als Microdata und ähnliche Sachen. Was können wir da markuppen? Das wird keinen großen verwundern hier. Das ist nur eine kleine Auswahl von Sachen. Wir können zum Beispiel in der Webseitenstruktur die Brotkrumen-Navigation angeben. Wir können in den Firmendaten das Logo angeben von unserer Seite. Wir können Werke auszeichnen wie Bücher oder DVDs. Und ich glaube, was für die meisten interessant ist, Produkte im E-Commerce-Bereich. Unsere Produkte können wir kennzeichnen mit bestimmten Eigenschaften. Das Ganze ist definiert von schema.org. Das ist eigentlich ein Zusammenschluss. Google hat das mitgegründet und dann haben sich diverse Leute zusammengeschlossen und haben mal angefangen, so verschiedene Sachen zu definieren. Und da gibt es auf der Webseite Unmengen an Schemata und Typen, die man auszeichnen kann. Sowas wie Typ Person, Typ DVD, Typ Buch, was auch immer. Was man da extrem beachten muss, ist, Schema.org ist nicht das gleiche wie Google. Es gibt bei Google eine Doku dazu, bei den Google Developers, wo man sehen kann, welche Markups Google unterstützt. Bei Schema finde ich irgendwie 10.000 verschiedene Markups, die aber alle nicht verwendet werden von Google oder größtenteils. Das heißt, wenn ihr das macht, weil ihr SEO seid, weil ihr eine Suchmaschine möglichst gut dastehen wollt und kein anderes gutes Argument habt, warum ihr es machen wollt, dann benutzt die Sachen, die bei den Google Developers beschrieben sind. Das sind die Sachen, die auch dann verwendet werden und funktionieren. Jetzt das eigentlich Interessante, wie zeichne ich Produkte aus? Das Beispiel hatten wir ja schon mit den Sternen und dem Preis. Die Produkteigenschaften werden hier auch keinen überraschen. Wenn wir darüber nachdenken würden, was ist wichtig für ein Produkt als Metainformation, sind das genau die Sachen. Name, Bild, Beschreibungstext, Markenname, Bewertung. Und das Angebot ist so ein Subblock, in dem Preis, Währung, Verfügbarkeit mit drin ist. Überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden hier im Raum. Wie das dann aussieht, jetzt wird es da hinten wahrscheinlich echt klein. Was entscheidend ist, es ist ein Block. Das hat nichts mit dem anderen HTML zu tun. Diesen Block könnt ihr so kopieren und irgendwo in den Quellcode reinschmeißen in der Webseite. Das ist praktisch vollkommen egal. Wo? Die Sachen da drin, also es sieht erstmal komplex aus. Das ist aber viel simpler, als es auf den ersten Blick aussieht. Wir haben einen gesamten Block, der unterteilt ist in den Einleitungsbereich und zwei Unterblöcke. Und oben in der Einleitung steht erstmal der Name von dem Produkt, das Bild von dem Produkt und eine Beschreibung. Dann haben wir einen Block Aggregate Rating, also die Bewertung,
Und die hat eine Bewertung von 4,4 Sterne bei 89 Bewertungen. Ist jetzt auch nicht groß verwunderlich. Und das hier ist das Angebot, was wir eben schon hatten, das Offer, wo wir die Währung US-Dollar haben. Das kostet 119,99 und der Preis ist gültig bis 2020. Also ich kann auch Angebotspreise nehmen, Bisspreise. Das funktioniert gut. Wenn ihr sowas jemals umsetzen wollt, kommt ihr hier dran nicht vorbei. Das ist das Test-Tool für strukturierte Daten von Google selbst. Das findet ihr, indem ihr danach googelt, klar. Und da kann man entweder den Quelltext reinschieben oder auch eine URL, wenn das Ganze schon live ist. Und Google sagt dann, ob sie kritische Fehler gefunden haben, zählt auf, welche Metadaten sie alle gefunden haben. Und man kann inzwischen sogar auf den Vorschau-Button klicken und gucken, wie das denn in der Suche aussehen würde, wenn es denn verwendet wird. So. Das führt uns zu einer ganz großen strategischen Frage am Ende. Wir haben jetzt den Zwiespalt zwischen, wir geben Google all unsere Daten. Wenn wir die Daten optimal aufbereiten für Google, geben wir sie damit Google. Google weiß plötzlich mehr als vorher. Wollen wir das wirklich? Wollen wir, dass Google diese Daten hat und verwenden kann, wie sie das für richtig halten? Die andere Seite der Münze ist, Google hilft uns, uns optimal zu vermarkten. Wir wollen möglichst toll dastehen in den Suchergebnissen. Wenn unser Mitbewerber da ist, wollen wir über dem sein, wir wollen größer sein, wir wollen schöner sein, wir wollen mehr Sterne haben, wir wollen niedrigeren Preis angezeigt haben, etc. Dabei hilft uns Google. Wenn wir denen die Daten nicht geben, hilft uns Google weniger gut. Ist klar. Das ist eine strategische Frage, die man nicht allgemein beantworten kann. Das hängt ganz stark vom Geschäftsmodell ab, das hängt ganz stark davon ab, wie ihr euch strategisch aufstellen wollt. Das ist im Endeffekt eine Frage, die jeder bei sich im Team diskutieren muss, der das Thema einführen will. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema? Ah, hier vorne gleich. Welches nutze ich wann? Das ist eine verdammt schwierige und gute Frage. Ich würde sagen, im Endeffekt, Strong ist das meistverwendete. Das sollte ich grundsätzlich erstmal benutzen für Betonungen. Und wenn ich dann sage, ich muss nochmal unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Betonungsarten, dann benutze ich Emphasis als die zweite Betonungsart, also das EM-Tag, und kläre dann im CSS, wie ich die unterschiedlich darstelle. Meinetwegen, du kannst das im Endeffekt so sehen wie Strong war früher bold, also fett gesetzt, und Emphasis ist im Endeffekt so wie kursiv gesetzt früher war. Also du hattest zwei Arten, den Text auszuzeichnen, du hast jetzt auch zwei Arten, den Text auszuzeichnen. Es gibt da aber meines Wissens keine ganz klare Vorgabe, für welche Art von Betonung du die jeweils einsetzt. Okay, und noch kann ich dieses JSON-LD verlinken, also mit Link-Rel JSON-LD, oder muss das embedded sein? Du stellst aber echt spezielle Fragen. Meines Wissens jetzt gerade in diesem Moment denke ich, das muss embedded sein, aber das müsste ich ehrlich gesagt auch nachgucken. Ich habe es auf jeden Fall in der Doku noch nie irgendwo verlinkt gesehen. Das kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach noch nie drauf geguckt habe. Weil es ist ja Content, den der User nicht sieht, der also meine Site vergrößert. Mhm. Deswegen wäre es ja sinnvoll, wenn man ihn einfach nur verlinken kann, damit die Suchmaschine ihn crawlen kann. Da hast du recht. Das müsste man genau in der Google-Dokumentation nachgucken. Wenn das geht, steht es da irgendwo, wie das geht. Ist jetzt aber auch eher untypisch, also soweit ich das gesehen habe, auf irgendwelchen typischen E-Commerce-Seiten ist es meistens embedded. Hier vorne ist noch eine Frage. Sind die dann von Hand eingegeben, die Werte, oder werden die auch aus einer Datenbank gezogen? Weil Preise und alles ändert sich ja ständig. Natürlich wird das aus der Datenbank gezogen. Das von Hand einzugeben wäre ja absoluter Wahnsinn. Also da werden im Endeffekt dann Variablen verwendet, die dann befüllt werden automatisch. Soweit man hoffentlich diese Daten auch genau in der Struktur in der Datenbank hat. Wenn nicht, dann muss man sehen, wie man das hinkriegt. Genau. Da hinten ist noch eine Frage. Ich wollte wissen, ob du bei den Bildern, bei den Auszeichnungen der Bilder auch schon Erfahrungen mit Figure und Fig-Caption gemacht hast. Und ob das irgendwie auch eine positive Auswirkung hat oder... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das extrem selten im Web verwendet wird und dass es deswegen keine wirklich klaren Erfahrungswerte eigentlich dazu gibt, ob das extrem gut funktioniert oder nicht. Bei den Sachen, wo wir klar wissen, dass es funktioniert, sind das die Bildunterschriften und der Alttext und der Dateiname.
Das sind die Sachen, die sind für jeden SEO praktisch in Stein gemeißelt, klar, dass das funktioniert. Wenn alle das richtig machen würden, dann wäre ich schon total glücklich und dann können wir anfangen, darüber zu diskutieren, wie wir dann vielleicht noch irgendwie Zucker oben drauf streuen und spezielle Auszeichnungen verwenden, die noch deutlich mehr kennzeichnen können.